Hey moin Leute und herzlich willkommen zu der dritten Folge von MineAttack. Ich bin heute alleine, da der NC Helper auch eine alleinige Folge gemacht hat. Und da wir sonst nicht mehr gleich wieder Folgen haben, mache ich jetzt auch kurz eine alleinige Folge. Ja, was war in letzter Folge gerade daran, eine Dubstep-Gun zu craften? Dann hatten wir, soviel ich weiß, zu wenig Holz, oder? Das Problem. Kann es halt schlecht sagen. Egal. Ich würde sagen, wir craften hier mal weiter. So. Was hätten wir jetzt? Brauchen wir nur noch ein bisschen Koppel. Diejenigen, die sich fragen, was hört man denn da? Das ist hier Wasserfall, den man hört. Diese hier. Und hier tönen die Wasserfälle nämlich. Ich finde es voll interessant hier. Weil man hier so verschiedene Cobblestones nicht so bekommen kann. Voll komisch, wenn ich mit dir. So war es nicht, ne? Ah, so war es, okay. Wir haben jetzt nun die erste Dubstep-Gun. Die sieht ganz kurz aus. Wenn wir uns auch ganz kurz testen können. So, jetzt. Ich hoffe es mal nur nicht, dass das Video noch gesperrt wird wegen dieser Musik. Aber eben, wir haben jetzt eine Dubstep Gun. Wofür, frage ich sich vielleicht einige. Na, ich finde es einfach lustig, wenn man so eine besitzt. Wunder, wie macht man das jetzt mit, was wollen wir als nächstes tun? Frage ich mich das ganz leicht. Was ist so das nächste, was wir tun wollen? Ich muss da ein bisschen überlegen. Wir vorschlagen, wir suchen uns mal eine geile Höhle und farmen dort mal ein bisschen Diamanten, damit wir uns Diamanten noch was hier machen können. Ja, und dann wollen wir doch mal schauen, dass wir mit der Rakete beginnen können, denn wir wollen ja sicherlich mal auf den Mond gehen. Oder ähnliches. Also, wenn ihr Vorschläge habt, dass ich die nächste Folge machen soll, bitte gerne immer in die Kommentare, besser übernächste, denn ich nehme immer einen Tag bevor die Folge rauskommt das Video auf. Das heißt, wenn ihr einen Tipp habt für die übernächste Folge, würde ich mich sehr freuen. So. Ja, hier hat irgendwie gerade nicht so viel. Aber ich würde sagen, wir fliegen mal noch ein bisschen weiter. The fuck? Was läuft hier? Kannst du die Welt aufbauen? Ist ja krank hier. Ist ja echt krank. Alter! Was ist das für ein Biom? Alter! Krankes Biom! Die stehen ja alle hier auf Gras. Dazu auch noch. So, die Höhle hätten wir schon mal gefunden. Diamanten sind natürlich von Lava. War ja logisch.
So, weiter. Ja, jetzt haben wir dort noch einen Minenschacht, sehe ich gerade, super. Guck mal, ich übersehe gar keinen Diamanten oder so. Vielleicht andere wichtige Erze. So. Da hinten sind noch Diamanten. Das heißt, Diamantenhose können wir uns vielleicht jetzt dann auch gleich schon machen. So. 11 Dias, okay, das sind nicht so viel. Genau, ein Spawner erstmals, genau. Ob ich das aus der Luft aufbaue ist. Okay, ja. Nein, nicht gut, dass es gerade passiert ist. Möchte gerne nicht die Fledermaus sein. Dracheneier, okay. Ich habe mal gehört, dass man Drachen züchten kann. Ich persönlich weiß aber nicht wie. Da kommt noch ein Spawner mehr, Alter. Wenn ich jetzt da runterspringe und eine kille, werde ich auch gleich zu einer. Was ich eigentlich nicht möchte. Jetzt bin ich eine Ölspinne geboren. Diamanten hätten wir immer gerne, würde ich mal sagen. Noch mehr geil. Geil. Entschuldigung, ich habe vergessen, die Musik wieder anzumachen. Ich hoffe, das hat nicht allzu fest gestört. Wie ist denn fest, wo du spinnst? Wir heben die Battlefield-Maus oder wie? Ach, ist die weg? Oh, scheiße. Hab ich das mal wieder getötet? Ja, anscheinend gut. Ich gehe fast lieber wieder an die Oberfläche. Nicht, dass ich die Angst hätte oder so hier unten, überhaupt nicht. Aber ich hätte eigentlich gerade die Welt erkunden wollen. Ein bisschen Diamanten habe ich jetzt. Ja, mehr brauche ich ja nicht. Also, warum sollte ich mich noch länger hier in der Mine abhalten, wenn wir ein bisschen die Welt erkunden könnten? Oh, es sind noch mehr Diamanten. Wie gesagt, in aller Weise mit diesem Dracheneier umgeht, mich würde es sehr interessieren. Ich habe eben mal irgendwo gehört, dass man die Drachen eben aufwachsen lassen kann und dann aber auch eben reiten oder eben zähmen kann irgendwie. Das ist natürlich voll geil. Wie dann so einen Drachen reiten könnten zum Beispiel. Alter, diese Biome hier. Krank.
Ich bin froh, dass ich gerade alleine aufnehme eigentlich noch. Ui, was sind das für Riesenbäume? Mal schauen, ob ich davon ein Sätzchen bekommen kann. Aber das ist natürlich ein Dungeon, das ist was anderes. Ja, warum bekommen wir keinen Setzling? Ach doch, was ist das für ein Baum? Manchmal Eichensetzling, ist das wohl ein Dungeon? Oh, geil. Der Minispinne. Boah. Viecher. Der Baum ist wirklich nicht hoch oder so? Scheint nicht so. Irgendwo oben in der Krone irgendwas. Ist einfach ein ganz normaler, oder irgendwie ein bisschen abnormaler, riesiger Baum. Was soll das geile Biom hier? Voll alles schon gewachsen. Schreibt noch mal in die Kommentare, ob wir in dieses Biom hier ziehen sollen. Würde mich echt interessieren. Also mir gefällt das Biom hier voll. Zum Beispiel so hier, in dieser Felsmauer hier oder so. Wir können auch eine normale Hütte bauen, wenn ihr das wollt. Ich suche eigentlich nach einem Villager-Dorf, finde ich. Das wäre noch so, ja, cool, wenn ihr das mal noch finden würden. Nicht immer nur diese Hexenhütten hier. Auch noch pinkige Bäume. Das erinnert mich irgendwie an Japan. Da haben sie auch immer diese pinke. What? Riesenblumen? Riesenblumen? Rote Hühner. Oh nein, ein Unwetter. Ich werde nicht mehr vom Biss getroffen. Okay, und was ist das jetzt wieder für ein Biom? Da an Villager Dorf. Geil, geil. Oh. Villager Dorf, geil, geil. Guten Tag.
Wie läuft mit dem Villager hier ab? Ach so, sein Hund. Sorry. Hab vielleicht nicht gewusst, dass es ein Hund ist. Was hat er denn hier? Okay. Wir sind teilbar mit uns dann vielleicht später. Mal noch was zusammenlassen können. Ich kann euch gar nicht sagen, wie lang diese Folge bei mir wird hier. Aber da kann ich jetzt gar nicht widerstehen, wenn ich schon so offensichtlich in der Mauer hänge. Dann würde ich sagen, fliegen wir noch ganz kurz wieder in das andere Biom zurück. Wieder eben gefunden haben. Ist das da unten? Ist das Seetang oder so? Okay. Noch schnell eine kleine Info, ich habe meine Webseite neu designt selbst wieder und ich würde mich sehr, sehr über eine Rückmeldung freuen, wie ihr die Webseite findet. Oder falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, was ich da noch ändern soll. Wir sind eigentlich auf dem richtigen Weg. Und hier alles für die Biome antrifft. Echt geil.
So, das wäre, glaube ich, eine ganz geile Region. So, damit wird diese Folge beendet. Wir müssen regnerisch, diese Folge hier. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Schreibt mir wirklich noch in die Kommentare, ob wir in diesem Biom hier bleiben sollen, also ob ich Sachen hier hinholen soll, oder ob wir hier über einen Alpenplatz zurückkehren sollen, oder ob ihr ein anderes Biom bevorzugen würdet. Okay, dann noch viel Spaß und ciao.